Es ist einige Tage her, aber heute ist es endlich soweit. Wir gehen rein in die Neuauflage der Liverpool-Karriere und ihr könnt es vielleicht schon erkennen, dieses Mal als Xabi Alonso. Es geht endlich wieder los mit der Liverpool-Karriere und ich habe euch ja versprochen, für die Neuauflage habe ich mir was Besonderes ausgedacht und ich glaube, ich habe da was ganz Cooles, ja, gefunden. Nämlich übernehmen wir als Xabi Alonso jetzt das Erbe von Jürgen Klopp. Wer vor 2 Tagen schon die Sprint to Glory mit Real Madrid über 10 Saisons gesehen hat, gerne abchecken, wenn das noch nicht geschehen, der wird auch wissen, dass wir hier diese Karriere jetzt mit einigen Mods auch spielen werden. Beispielsweise ein Mod, der so ein bisschen die Transfers verändert, soll ein bisschen realistischer sein und auch eben neue Trikots, die ihr hier sehen könnt. Van Dijk trägt da unser neues Heimtrikot, sieht auf jeden Fall sehr, sehr fresh aus und nicht nur wir haben neue Trikots, sondern noch etliche andere Teams aus der Premier League und ganz Europa. Ja, mit Xabi Alonso als neuer Trainer wartet uns jetzt hier eine ganz, ganz neue Aufgabe. Wir müssen das schwere Erbe von Jürgen Klopp antreten, haben dabei eine eigene neue Taktik, die wir entwickeln müssen mit diesem Team und haben ja auch einen gewissen Umbruch. Ein Salah, ein Van Dijk, ein Trent, auslaufende Verträge, was passiert mit denen? All diese Fragen wollen wir in dieser Karriere klären. Dabei dürft ihr wie immer eine große Rolle spielen, also schreibt gerne eure Meinung zu allen möglichen Themen, die in dieser Folge hier, dieser ersten der Neuauflage anfallen werden, in die Kommentare. Lasst sehr, sehr gerne auch ein Like da, wenn euch das Ganze hier gefallen sollte. Kostenloses Abo, um nichts mehr zu verpassen. Alle 2 Tage wird sich dann jetzt hier wieder die HSV-Karriere mit der Liverpool-Karriere abwechseln. Und ansonsten wird es auf jeden Fall auch eine Abstimmung hier gleich in der ersten Folge geben. Dazu kommen wir aber gleich, also erster Link in der Videobeschreibung auch auf jeden Fall abchecken und natürlich Transfervorschläge reinhauen und den Kanal gerne noch weiterempfehlen. Ich glaube, mittlerweile weiß ziemlich jeder so ungefähr, wie Leverkusen und Xabi Alonso spielen und da war natürlich die Frage, ob wir das Spielsystem hier 1:1 auf Liverpool übertragen. Und ich habe mich dagegen entschieden. Dennoch aber haben wir ein sehr, sehr ähnliches System und das werde ich euch über diese Folge ein bisschen kennenlernen lassen, denn es ist ein sehr spannendes System. Ich habe da auch schon ein bisschen rumgetestet, ob das Ganze so funktioniert, wie ich persönlich mir das vorstelle und muss sagen, ja, sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Grundsätzlich ist unser Ziel, dass wir im Ballbesitz einen Dreieraufbau haben, davor dann ja fast schon eine Viererbox mit McAllister, Szoboszlai, Trent und Endo. Gakpo soll sich bei Ballbesitz ein bisschen auf den Flügel fallen lassen. Robertson schiebt sehr weit nach vorne und Nunez ist der zentrale Punkt in der Offensive. Gewissermaßen ist es ähnlich wie Leverkusen es in der Realität spielt, nur dass die Flügel andersrum sind. Also hier die Robertson-Rolle ist eher die Frimpong-Rolle und die Seite von Trent ist eher die Grimaldo-Position, da Grimaldo ja auch meistens ein bisschen eingerückt ist und Frimpong ja immer nach vorne geht. Gestratzt ist. Ob Robertson dafür der Richtige ist, das ist eine gute Frage, aber genau diese Fragen wollen wir in den ersten Folgen klären. Dazu muss gesagt sein, dass auch schon die ersten Abgänge feststehen. Adrian wird den Verein verlassen, genauso Matip und auch Thiago, der wird hier zu Paris gehen und vielleicht habt ihr einen Spieler schon vermisst, da gerade in dieser Aufstellung. Mo Salah. Denn auch Mo Salah wird seinen Vertrag, der jetzt noch ein Jahr hier bei Liverpool lief, nicht verlängern und wechselt, ja, für so 80 Millionen zu Al-Ittihad nach Saudi-Arabien. Die Gerüchte gibt es ja schon lange und jetzt passiert es hier tatsächlich. Also Xabi Alonso muss nicht nur das Erbe von Klopp antreten, sondern auch einen Nachfolger für Mo Salah finden. Und da seid ihr dann natürlich sofort gefragt, schreibt sehr, sehr gerne eure Favoriten für eine Salah-Nachfolge in die Kommentare und begründet eure Meinung sehr, sehr gerne auch. Das finde ich immer sehr schön, wenn ich nicht nur einen Namen lese, sondern auch ja, eine Argumentation dazu, warum das der passende Mann ist. Und denkt an unser Spielsystem. Ja, wir haben jetzt nicht mehr die ganz klassische Flügelrolle, sondern eben so Halbpositionen, die Gakpo und teilweise auch Szoboszlai besetzen werden. Aber dazu kommen wir später, denn ich will in dieser Folge auf jeden Fall auch noch ein Testspiel mit euch zusammen machen, wo ich euch dann die Taktik auch nochmal etwas näher im Spiel dann zeigen kann. Eine Sache ist für mich relativ klar, da wir mit 3 Innenverteidigern spielen und aktuell nach dem Matip-Abgang 4 im Kader haben, braucht es da einen weiteren und ich habe hier 10 Spieler zur Auswahl und das ist die Abstimmung für diese erste Folge. Wer soll unser neuer Innenverteidiger werden? Ich bin mit allen, die hier auf der Liste sind, total zufrieden. Also egal, wer es am Ende hier in der Abstimmung wird,
Der wird kommen, weil ich finde die alle gut. Mit Hincapié haben wir einen alten Bekannten von Alonso. Ich denke, es wird nicht der einzige Leverkusener sein, über den wir in dieser Transferphase 2024 sprechen werden. Dazu dann Itakura, Medina, den wir gewissermaßen jetzt ja schon ein halbes Jahr hier ausgeliehen hatten in unserem alten Karriere-Save. Könnte man halt sagen, dass man den jetzt dann fest verpflichtet. Ein Pacho, ein Hato, ein Hanko, ein Teate, ein Killman, Ito und auch Colville von Chelsea. Abgesehen von Ko Itakura sind das alles Linksfüße, denn ich plane vor allem diesen Spieler für die linke Position in unserer Dreierkette ein. Itakura habe ich aber trotzdem auch auf der Liste, weil der hat 4 Sterne Requote, dem würde ich das dennoch zutrauen. Also, erster Link in der Videobeschreibung, sehr, sehr gerne abstimmen. Könnt auch gerne Argumente in die Kommentare schreiben, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich da einfach nach der Abstimmung gehen werde, denn wie gesagt, ich finde, alle dieser 10 Spieler würden hier sehr, sehr gut reinpassen. Über weitere Neuzugänge werden wir in dieser Folge noch nicht reden, das werden wir dann in der nächsten Folge intensivieren, denn es könnte ja auch noch Abgänge geben. Beispielsweise Van Dijk und Trent Alexander-Arnold haben jeweils einen auslaufenden Vertrag. Beides waren in den letzten Jahren absolute Schlüsselspieler, die jetzt also in ihr letztes Vertragsjahr im Sommer gehen. Und da ist natürlich auch die Frage, was machen wir mit denen? Ein Van Dijk, der ist 32, verkaufen wir den genauso wie ein Salah und machen da einen klaren Cut von Ära Klopp zu jetzt Ära Xabi Alonso. Ebenso Trent Alexander-Arnold. Passt er gut rein in diese neue Rolle da auf der rechten Seite oder ist das vielleicht doch gar nicht so sehr sein Spiel? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Was ist eure Meinung? Sollen wir mit beiden verlängern? Sollen wir Van Dijk verkaufen? Sollen wir Trent verkaufen? Ja, das finde ich durchaus interessant. Meine persönliche Meinung ist, wir sollten mit beiden in dieser ersten Saison erstmal planen, aber ich lasse mich da auf jeden Fall auch gerne umstimmen, wenn es da gute Argumente gibt. Ja, ansonsten ist für mich auf jeden Fall eine Baustelle, über die wir gerne in den Kommentaren debattieren können. Die linke Seite, ihr habt ja gesehen, das soll so mehr oder weniger die Frimpong-Position darstellen, nur eben auf links und nicht auf rechts wie bei Leverkusen. Und da, ob da jetzt ein Tsimikas und ein Robertson genau der richtige Mann ist, wage ich aktuell noch so ein bisschen zu bezweifeln. Beide jetzt keine langsamen Spieler, aber auch nicht die absoluten Raketen, wie es eben ein Frimpong bei Leverkusen ist. Ansonsten sehe ich uns offensiv sehr, sehr gut aufgestellt, bin grundsätzlich erstmal sehr zufrieden. Nunez ist natürlich auch immer so ein kleiner Streitspieler, über den gibt es ja immer sehr unterschiedliche Meinungen, aber grundsätzlich Salah geht, da soll auf jeden Fall jemand kommen, aber sonst bin ich mit dem Kader sehr zufrieden und ehrlich gesagt erwarte ich in der Realität jetzt auch keinen großen Umbruch bei bei Liverpool im Sommer. Deshalb glaube ich, werden wir uns in diesem ersten Transfersommer etwas zurückhalten, kann aber gut sein, dass wir dann im Winter schon reagieren oder spätestens in einem Jahr, aber kann natürlich auch sein, dass ihr sagt, hey, da und da sehe ich persönlich noch eine Baustelle, dass wir dann nochmal trotzdem zuschlagen auf dem Transfermarkt, wenn ihr mich eben überzeugen könnt, dass wir auf gewissen Positionen noch nicht perfekt aufgestellt sind. Damit wollen wir dann jetzt die Saison 23-24 hier auch in EAFC 24 beenden und springen rein in die neue Saison, bedeutet Thiago, Matip, Adrian und Mo Salah werden den Verein verlassen und die Ära Xabi Alonso bei Liverpool kann beginnen. Da sind wir jetzt, 2024. Im Hintergrund sehen wir das deutsche Team bei der Heim-EM in wunderbaren Trikots, muss man sagen. Und ja, wir sind da, die Transferphase, sie beginnt. Und wie gesagt, ich möchte vor allem heute euch ein bisschen so meine Pläne erzählen, die Taktik ein bisschen vermitteln. Dafür werden wir nachher hier ein Testspiel spielen. Haben auch ja hier noch den, wie nennt man das denn, Community Shield gegen Arsenal. Ich glaube, Arsenal hat hier die Meisterschaft geholt, ist gar nicht so unrealistisch. Und wir haben dann den FA Cup geholt. Ich glaube, auch das ist in der Realität noch möglich. Saisonstart wird dann irgendwann in der Premier League gegen die Wolves sein. Ich weiß gar nicht, wer ist denn hier überhaupt aufgestiegen und abgestiegen aus der Premier League. Das können wir ja auch mal ganz schnell nachgucken, um das in Erfahrung zu bringen. Welche Teams sehe ich hier, die neu sind? Leeds ist wieder da, Southampton. Und Middlesbrough dürfte aufgestiegen sein. Abgestiegen auf jeden Fall London Town. Bournemouth sehe ich gerade hier nicht. Und wer ist die letzte Mannschaft? Everton ist auf jeden Fall schon mal hier. Ne, Bournemouth ist noch da. Dann Sheffield ist abgestiegen. So, und wer ist der letzte? Burnley müsste es sein, oder? Ja, ich glaube Burnley mit Vincent Kompany, die sind auch abgestiegen. Also da wissen wir dann auch schon mal Bescheid. Und ja, jetzt wird es passieren. Jetzt wird Mo Salah den Verein verlassen.
Das tut natürlich weh. Was ich aber schon gemacht habe, ich habe schon mal einen Scout losgeschickt. Wir wollen natürlich hier auch auf unsere gute Jugend setzen. Liverpool ja nun wirklich eine sehr, sehr starke Jugendmannschaft am Start. Und deshalb glaube ich, dass wir uns darauf wirklich verlassen können. Ich habe übrigens auch einige Transfers, die in der Realität passiert sind, hier nachgestellt. Also beispielsweise Bergwald spielt jetzt hier auch bei Tottenham ab Sommer. Osman für Brighton oder Sinisterra, der zuvor bereits ausgeliehen war, ist jetzt bei Bournemouth fest unter Vertrag. Und auch Real Madrid konnte sich in diesem Transfersommer verstärken. Und wie ihr seht es, Kylian Mbappé ab sofort ein königlicher. Das sieht schon sehr, sehr wild aus, muss man ja sagen. Auch Davis ist übrigens bei denen jetzt. Lange Zeit in der Ära mit Jürgen Klopp war er ja ein Thema auch hier bei Liverpool. Am Ende, glaube ich, wird es aber Real Madrid. Und deshalb finde ich das ganz geil, dass wir das hier in der Karriere so auch umgesetzt haben. Und jetzt kommen wir aber erstmal auf unseren Kader wieder zu sprechen. Denn es gab eine Menge Leihrückkehrer und junge Spieler im Kader, auf die wir mal gucken müssen, wie es da weitergeht. Entsprechend gibt es da eine dicke Transferliste, wo auch schon das erste Angebot gekommen ist. Viele Spieler dürfen den Verein ganz verlassen. Einige jüngere Spieler dürfen allerdings auf Leihbasis auch noch gehen. Ein Leihrückkehrer, den ich mir jetzt in der Vorbereitung angucken möchte, ist Carvalho. Kann gut sein, dass der seine Chance bekommt. Wenn ich aber in der Vorbereitung sage, nee, für den ist eher kein Platz, dann kann es auch gut sein, dass er entweder im Sommer oder spätestens im Winter wieder verliehen wird. Ja, aber ich glaube, das sind hier nicht die allerinteressantesten Spieler. Deshalb werde ich euch hier nur Bescheid sagen, wenn da jemand wirklich gehen sollte und jetzt nicht bei jedem Angebot euch genauestens berichten. Ja, und dieser Blick tut natürlich schon ein bisschen weh. Salah ab sofort, Teamkollege von Karim Benzema, sofern der bei Al-Ittihad bleibt. Aber ich glaube, es ist eine coole Challenge für unsere Karriere und ich halte es leider wirklich nicht für unrealistisch, dass das im Sommer 2024 auch passieren könnte. Ich glaube schon, dass der Abgang von Jürgen Klopp auch so ein bisschen das Kapitel Liverpool für Salah dann beenden könnte. Eben auch, weil Kloppo so eine besondere Beziehung immer zu seinen Spielern hat und deshalb finde ich, ist es halt auch ein Thema bei Van Dijk und Trent Alexander-Arnold. Aber wie gesagt, da habe ich euch ja schon um eure Meinung gebeten, wie auch immer. Auf jeden Fall schreibt da eure Meinung in die Kommentare. Unser erster Abgang, Kumetio wechselt wo auch immer hin. Und auch Trajan Yoni, ein von mir sogar erstelltes Talent, verlässt den Verein erstmal. Das Ganze bei ihm nur auf Leihbasis, selbiges gilt für Linksverteidiger Scanlon. Wow, und hier ist direkt mal ein wildes Angebot für Van Dijk. Newcastle will ihn haben, aber innerhalb der Premier League wäre, glaube ich, das ist, glaube ich, echt unrealistisch. Ein Abgang, der richtig Kohle einbringt, das ist Sepp van den Berg. 20 Millionen zahlt Lille einfach an uns. Und der nächste Innenverteidiger, der richtiges Geld einbringt, Ayoro, fast 7 Millionen in die USA. Es ist nun an der Zeit, ein Testspiel auszusuchen. Und ja, Indien finde ich jetzt nicht so interessant. Saudi-Arabien halte ich für das realistischste. Leipzig wäre dann absoluter Bruch, obwohl Leipzig Testspiel sein die auch gar nicht so schlimm. Nein, wir spielen direkt gegen Salah. Ey, das ist richtig cool irgendwie. Das ist irgendwie richtig cool. Okay, dann spielen wir gegen Leipzig. Finde ich doch gar nicht so schlecht. Und dann noch gegen Lazio Rom, die durch einen Mod hier auch endlich lizenziert sind. Der nächste Leihabgang, das ist, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber ihr seht es. Und es geht weiter mit den Leihabgängen, auch Luke Chambers, das sogar für 2 Jahre. Und damit gehen wir jetzt rein zum Abschluss dieser ersten Folge der zweiten, der Neuauflage. Ey, okay, das muss ich unbedingt ändern. Also, ich werde jetzt hier ändern, dass Salah in die Startelf kommt, denn das wäre ja eine absolute Frechheit sonst. Gegen Salah und Karim Benzema im Doppelsturm bei Al-Ittihad heute. Also unser Debüt an der Seitenlinie. Xabi Alonso, die neue Ära bei Liverpool. Sie wird heute einen ersten kleinen Schritt machen. Ich bin sehr gespannt, ob die Taktik so funktioniert, wie ich mir sie vorstelle. Attacke, Angriff. Ich habe richtig Bock auf die Partie und ja, mal gucken. Plan ist es auch, dass wir gegen den Ball in einem 4-4-2 unsere Formation finden. Das kann man taktisch durchaus darlegen. Salah direkt mal mit dem Versuch hier gegen seine alte Mannschaft. Das ist irgendwie richtig cool, finde ich, dass wir heute hier gleich gegen Mo Salah spielen. Aber natürlich auch ein bisschen bitter, muss man ja auch so sagen. Also, ihr seht es, Dreieraufbau, Kwanzaa und Tsimikas jetzt heute mal so ein bisschen reinrotiert. Wir wollen ja auch ein bisschen was ausprobieren. Und dann eben ein Mittelfeld,
Ja, was immer wieder auch durch Trent unterstützt werden wird. Der hat aber jetzt nicht nur die Anweisung, dass er immer nach innen gehen soll, sondern kann durchaus auch auf der Außenbahn, so wie jetzt hier mal, seine Fähigkeiten darlegen. Und dann haben wir eben viele Jungs in der letzten Kette, wenn es Richtung Strafraum geht. Das ist auf jeden Fall eines der Ziele. Ach ja, Fabinho spielt auch bei denen, oder? Ich glaube, das war gerade Fabinho, also noch ein Ex-Liverpool-Spieler. So, und gegen den Ball soll es sich dann so sortieren, dass Szoboszlai als linker Mittelfeldspieler spielt im 4-4-2. Trent spielt rechter Mittelfeldspieler, der linke Schienenspieler, in diesem Fall ja Tsimikas, geht als Linksverteidiger in eine Viererkette. Konaté als rechter Innenverteidiger wird zum Außenverteidiger. Und das hier ist auch eine Sache, die Konaté auf jeden Fall machen darf. Wenn es sich anbietet, darf er auch mal so einen Lauf starten. Nur dann sollte er nicht ganz so einfach in der Premier League bitte den Ball verlieren. Oh, und das ist richtig gut gemacht. Und da ist das Tor. Ja, direkt nach diesem Fehler von Konaté, dann werden wir einfach ausgekontert. Ich denke, ich werde in der nächsten Folge die anderen beiden Testspiele auch selbst spielen, aber dann euch nur die Tore zeigen, einfach nur, damit ich weiter mit dem System eingespielt werde, weil das ist kein typisches FIFA-System, das ist eine Sache, da muss vieles passen, da muss vieles abgestimmt sein und ja, da ist einfach Spielpraxis ganz, ganz wichtig. Ich habe es auch schon ein bisschen so getestet, bevor ich jetzt hier in die Karriere reingegangen bin, aber noch weit davon entfernt, dass es perfekt ist. Grundsätzlich, die taktischen Ideen sind aber auf jeden Fall umsetzbar in meinen Augen. Also ich will unbedingt im 4-4-2 verteidigen. Ich glaube, das ist einfach so das, was auch am realistischsten ist, was die allermeisten Premier League Teams aktuell machen. Und vorne dann eben, wie es eben ja auch bei Leverkusen Xabi Alonso macht, möglichst viele Spieler in die letzte Linie bekommen. Was ist das eigentlich für ein geisteskrankes Team? Also in Saudi-Arabien, diese Teams sind ja sowieso alle so komisch, aber die spielen einfach Fabinho und Kanté auf einer Doppel-6. Also das ist ja irgendwie, stell dir das mal vor 4 Jahren vor, das wäre ja absolut unantastbar, das Team. Heutzutage sieht das ein wenig anders aus. Karim wird hier nach der Ecke gesucht. So, Tsimikas macht mal den Lauf und ja, die Flanke gar nicht verkehrt Richtung Núñez, der ja so ein bisschen der Fixpunkt sein soll. Ich bin auch nicht der allergrößte Núñez-Fan, aber kann mir gut vorstellen, dass er schon reinpassen wird und reinwachsen wird in dieses System. Ja, gut gemacht, Gakpo, jetzt die Chance hier für die Antwort. Er hat zu uneigennützig, ja, und kriegt ihn dann fast doch noch aufs Tor, aber der Torhüter macht doch gut mit. Nächste Chance für, ja, ist das die Heimmannschaft eigentlich? Ich denke mal, ne, auch wenn sie hier auswärts irgendwie gelistet sind, sind wir ja doch hier im Testspielturnier in Saudi-Arabien. Ja, das war doch abseits. Geht die Fahne nicht hoch? Okay, kein Abseits. Ja, auch defensiv versuchen wir übrigens nicht wirklich hoch zu pressen, sondern stehen eher in einem Mid-Block, also nicht tief, nicht hoch, laufen vorne schon unseren Gegner an, aber wie gesagt, werden jetzt hier keine Pressing-Maschine werden, denn auch Leverkusen grundsätzlich, auch wenn sie es in manchen Situationen mal durchblitzen lassen, keine absolute Pressing-Mannschaft. Auch da steht man häufiger mit Xabi Alonsos Taktik eher kompakt. Die erste Halbzeit war jetzt leider noch nichts, aber das ist okay, das ist ein Prozess, wir müssen hier reinkommen. Die Mannschaft muss mit dem System klarkommen und ich vor allem auch. Und dennoch wechseln wir jetzt 7 Mal zur Pause, also alles was geht, hau ich raus. Eigentlich, ja, ich kann euch die sagen, die nicht gewechselt sind. Van Dijk bleibt, Kwanza bleibt, Alisson bleibt und Endo und Núñez. So, das sind alle. Die bleiben, der Rest wurde komplett durchrotiert. Grafenberg durchgesteckt, Jota, ja, schade, findet da leider nicht, wer war es dann? Diaz in der Mitte. Stark von Robertson gegen den ehemaligen Teamkollegen, ja, es fehlt aktuell so ein bisschen der letzte Pass. Wir sind hier gerade eigentlich die spielbestimmende Mannschaft, kommen gut gegen das Pressing von den Saudis klar, aber ja, der letzte Pass ist noch nicht präzise genug. Salah, Kwanza, nicht das erste Mal, dass der junge Innenverteidiger uns hier heute mit einer starken Grätsche hinten helfen muss. Ja, super gespielt, jetzt mal Diaz, und dann wieder die letzte Aktion, ja, der Pass, der nicht scharf genug kommt, Kwanza richtig stark.
Nunez, Nunez. Ja gut, dass du da noch einen Chancentod vorne drin hast, ist natürlich auch nicht hilfreich. Bitter, es sieht ja echt nach einer Niederlage aus und das, ja, zumindest im Durchgang 2 gar nicht so verdient. Wir kriegen es halt nicht hin, genug zu schießen. Ja, das wird es gewesen sein hier vom ersten Testspiel. Letzte Aktion gehört nochmal dem Sieger dieser Partie. Ich weiß noch nicht so richtig, was damit anzufangen, weil... Also, die haben es gut gemacht, aber wir dürfen nicht gegen eine saudi-arabische Mannschaft verlieren. Ist das erste Testspiel, deshalb alles nicht so wild. Ja, aber es ist halt immer so eine Sache zwischen die Dingen, die in der Realität funktionieren und die auf dem Spielberichtsbogen oder auf dem Taktikboard funktionieren und dem, was in FIFA dann taktisch möglich ist. Ist häufig so ein bisschen schwierig, das Mittelfeld ist überhaupt nicht sortiert. Die stehen sich da eher auf den Füßen. Ja, ich werde mir, wie gesagt, die anderen beiden Testspiele werde ich auch selbst spielen und dann euch wahrscheinlich nur die Tore reinschneiden in der nächsten Folge oder so. Kann sein, dass wir an der Taktik noch einiges schrauben müssen, aber da könnt ihr auch mitreden, mitentscheiden. Klar ist, das hier heute war jetzt nicht überragend. Klar, mehr Ballbesitz, mehr Pässe, aber auch viel leerer Ballbesitz, wenig Torchancen, Probleme Torchancen rauszuspielen und häufig der letzte Pass, der gefehlt hat. Parallel hat übrigens auch Real Madrid wieder gegen Al-Nassr und damit gegen Cristiano Ronaldo gespielt. Ist ja auch ja, ganz cool immer, wenn Krisch gegen seinen alten Verein ran kann. Wir haben noch ein paar Angebote zum Abschluss der Folge, die ich hier einmal delegieren werde. Und dann war es das von dieser ersten Folge der Neuauflage der Liverpool-Karriere. Ich hoffe sehr, dass euch das Ganze hier gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr genauso viel Bock habt, mit Xabi Alonso jetzt hier bei Liverpool reinzugehen wie ich. Die Motivation ist wieder voll da, jetzt hier eine neue Ära einzuleiten mit eben einem neuen taktischen Konzept, was wir ausarbeiten müssen. Das wird auch Zeit brauchen, das ist ganz klar. Schreibt mir gerne Transfervorschläge für eine Salah-Nachfolge rein. Es muss halt auch ein Spieler sein, der grundsätzlich so in unsere fußballerische Idee reinpasst, also ein eher flexibler Spieler. Ansonsten abstimmen, erster Link in der Videobeschreibung, wer unser neuer Innenverteidiger Nummer 4, 5 oder was auch immer werden soll. Ansonsten natürlich gerne den Kanal kostenlos abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, Glocke aktivieren. Morgen geht es weiter um 14 Uhr mit der HSV-Karriere, in 2 Tagen dann die nächste Folge der Liverpool-Karriere. Dort sehen wir uns dann spätestens wieder, bis dahin macht es gut und ciao.